So, herzlich willkommen. Wir spielen Tibia, gewünscht von Somoda. Ja, Dankeschön dafür und für alle, die auch ein Spiel sich wünschen wollen oder so, das am besten gut kaufbar ist oder gratis ist, dann dürft ihr das gerne irgendwo hinschreiben, am besten in den Kanal. Und ja, ich hatte mit diesem Spiel recht viele Probleme. Zuerst einmal konnte ich die Browserwelt ja überhaupt nicht aufnehmen. Und okay, das Fenster ist weg. Konnte ich nicht aufnehmen, weil kein Ton kam und es geleckt hat und so. Und dann habe ich jetzt die Browser-Variante ausprobiert und die scheint zu gehen. Dann nochmals einloggen. Was? Ah, okay, kurzen Moment. So, also schnell rein. Der andere Charakter ist vom Browser-Ding, da will ich jetzt nicht. Wow! So viele Spieler und wieso ist es so klein? Kann man das größer machen? Kann man das größer machen? Kann man das größer machen? Hallo, ich will, dass das größer ist. Eigentlich habe ich ja Full HD eingestellt, aber irgendwie ist so klein will ich es nicht haben. Muss ich es kleiner einstellen? Kann man das irgendwo kleiner einstellen? Hallo? Hallo? Scheinbar. Da. Nö. Graphics. Klein einstellen. Wo ist HD? Da ist er. Test? Ändert sich gar nichts. Was ist los mit dem Game? Das ist ein bisschen kompliziert. Also von den Einstellungen her. Graphics. Ja, ich habe runtergestellt. Muss ich noch weiter runterstellen? Oder wie kann ich das Kleine machen? Also ihr seht, ich habe fast nur Probleme mit dem Spiel. Es ist halt uralt. Ah, jetzt kann man da. Komm. So nicht möglich, ja, ganz klar. Komm schon, bitte. Muss man das jetzt wirklich so aufnehmen? Kann man das nicht kleiner aufnehmen? Sterben, genau. Unused Points, okay. Ich bin total überfordert. Sorry, also so alte Games, die hatte ich zwar gerne früher gespielt, aber. Da wusste ich noch, wie es geht. Also ich weiß schon recht viel, aber ja, ich gehe jetzt mal einfach weiter. Ja, wenn ich. Okay, jetzt kann ich mich ein bisschen bewegen. Ich kann hier nicht durch, das sind zu viele Leute. Kann man nicht durch Leute gehen? Die haben da irgendwas hingestellt. 100 Pro haben die was hingestellt. Okay, ja, das war's mit dem Let's Play. Tut mir leid, es geht nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Ah, jetzt. Jetzt. Und jetzt, was ist das? Kristall. Also das Spiel ist so ein, ja schon ein Rollenspiel halt, aber in kompliziert, also in altmodisch. Und ja, Monster kloppen, Gegenstände einsammeln, Skillen, alles drin. Und ja, die Grafik ist halt extrem uralt, aber sie, ich finde es noch recht schön. Also sie hat so etwas wie von Zelda und ja, Zelda 3, A Link to the Past. Und ich komme nicht weiter. Ich musste doch irgendwo hier nach oben. Wie komme ich dann hier nach oben? Hier. Hier. Ja, das Spiel ist ein Suchspiel, also man muss richtig gut suchen, wo man weiter muss. Ich weiß nicht. Sonst spiele ich mal den anderen Charakter kurz. Ich hoffe, man kann ihn wechseln, ohne auszuloggen, sonst muss ich ja nochmals unterbrechen. Export, Mod, Böte, Get Premium, Hotcase. Ich möchte nur raus. Help Menü. Ja, Hilfe bräuchte ich, aber ich möchte das nicht alles lesen, vor allem nicht übersetzen. Ah, es ist zu klein, es ist zu. Das ist ein bisschen komisch. Also okay, ich bin das Spiel einfach so. Wenn ich wieder drin bin und auch das Fenster wieder größer gemacht habe, dann geht's weiter. Bis gleich. Ja, sorry, es geht irgendwie nicht größer. Ich habe jetzt auf die minimalste Einstellung, Grafikeinstellung gemacht und es ist trotzdem immer noch irgendwie hoch aufgelöst, einfach so aufgelöst, dass hier alles frei ist.
Ich kann mal schauen in den Optionen, ob es irgendwo General leider nicht. Also wahrscheinlich habe ich ein zu neuer Bildschirm für dieses Spiel. Tut mir leid, also wenn ihr jetzt hier noch nicht so gut sehen könnt, ich weiß es nicht. Also ich warte mal das Feedback ab. Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Game scheinbar. Was ist das? Purse. Geht Premium aus an. Keine Ahnung. Also mit diesem Game, mit diesem Charakter bin ich jetzt von diesem Anfangslager hier hochgegangen und jetzt kann man in vier Richtungen gehen. Ich habe mich für Krieger entschieden, weil die anderen sehr kompliziert sind. Also ja, sehr kompliziert. Man muss so Runen verwenden für die Magie, für den Bogenschützen muss man die ganze Zeit abhauen, also hinten ran machen. Also ich möchte jetzt euch kurz das zeigen. Ich muss das Inventar kurz. Wo ist das Inventar hier? Irgendwie kann man so da aufmachen. Ja, das ist die Purse. Ich weiß nicht, was Purse heißt, aber mache ich die mal so groß. Ja, in der Desktop-Variante, da habe ich alles genau gleich gefunden. Aber hier. Ich möchte doch nur das Inventar aufmachen. Vielleicht muss ich auch kurz rausgehen schon mal. Hier muss man immer auf die Treppe denken, das habe ich nie gecheckt. Einfach nur auf die Treppe, dann geht man runter. Dann fällt man runter. Da ist ein Toter. Hilf mir mal, dieser komplizierte Namen da, wo du hast. Ja, er greift mich an. Ich weiß es nicht, ich bin tot. Also ich muss da mal die Einstellungen und so. Hallo, lass mich jetzt nach oben, bitte. Dann sterbe ich halt. Dann sterbe ich ja. Und ich greife ihn jetzt an. Ich hoffe, ich schaff's noch. Ich werde dessen aggressiv. Ja, greif jetzt an. Er greift einfach nicht an. Er hat irgendwie gar keine Waffen mehr. Wo sind die Waffen hin? Ich bin nicht gestorben oder so. Ich habe einfach nichts mehr. Ich komme nicht mehr hoch. Jetzt. Wieso habe ich keine Waffe mehr? Wurden die mir weggenommen, als ich wieder reingegangen bin? Keine Ahnung. Also ich bin leider total überfordert. Ich werde vielleicht nochmals ein Video machen, wenn ich ein bisschen besser rauskomme und alles eingestellt habe. Aber leider geht es nicht so gut. Also ja, es ist leider sehr schwer. Also vor allem, es ist nicht auf Deutsch. Es hat keinen Sound. Und eben, es ist schwer zu verstehen und ganz anders als andere Spiele von der Bedienung her. Sonst ist eigentlich alles relativ gut. Die Monster haben vor allem am Anfang ein bisschen zu viel Leben und ihnen geht das mit den Angriffen nicht so. Auch automatisch geht nicht so. Und ich hab ja Sachen, also wieso kann ich dann nicht angreifen? Franken über Franken. Ich muss eben in den Wikis und Hilfe-Sachen mal durchlesen alles und vielleicht kann mich ja Xomo da ein bisschen helfen. Ja, Tibia hat mich wirklich ein bisschen gefordert, aber es war eine gute Erfahrung, dass nicht jedes Spiel gut zum Meistern ist und so. Und sorry, noch nicht möglich, okay. Jo. Ich bedanke mich fürs trotzdem Schauen und mal schauen, wie es so ankommt. Also, Fail Let's Play Tibia momentan nicht mehr möglich. Tut mir leid. Also, tschüss.